Kann die Viktoria wie beim 2:2 im Hinspiel die Bayern ärgern und ihnen die ersten Punkte in der Frühjahrsrunde abknöpfen? Das ist die große Frage vor der Topkulisse von gut 3.200 Zuschauern am Schönbusch. Die Aschaffenburger in Schwarz sind so etwas wie die Wundertüte der Regionalliga, als Tabellenzehnter aber jenseits von Gut und Böse. Die U23 des Rekordmeisters ist im neuen Jahr noch verlustpunktfrei und darf sich auf der Jagd nach Spitzenreiter Bayreuth auch keinen Ausrutscher leisten. Rein ins Spiel, das gleich nach 4 Minuten einen großen Aufreger bot, denn nach dieser Aktion von Clay Verkay gegen Bayern-Kapitän Nicolas Feldherrn zeigte Schiri Christopher Schwarzmann zum Entsetzen der Hausherren auf den Punkt. Gabriel Vidovic übernimmt die Verantwortung und scheitert mit dem allerdings auch schwach getretenen Versuch an Max Grün. Das gab der Viktoria Auftrieb und in der 10. Minute tauchten auch sie erstmals gefährlich im Gästestrafraum auf. Ball durchgesteckt auf Benedikt Laverty, sein Schuss wird noch abgefälscht und findet als Bogenlampe den Weg ins Tor. Johannes Schenk streckt sich vergebens, Führung für die Gastgeber. Und die blieben weiter dran. 5 Minuten später, schöner Angriff über links und wehe, Laverty trifft die Kugel richtig. Doch die Bayern-Youngster schüttelten sich danach etwas und erhöhten den Druck. In der 28. Minute wird eine Ecke zunächst abgewehrt, doch im zweiten Anlauf fliegt die Kugel wieder rein und der baumlange Jamie Lawrence war mit vorne geblieben. Ausgleich für den Tabellenzweiten. Und die Bayern-Amateure machten gleich einen Doppelschlag daraus. Nur 3 Zeigeumdrehungen später kommt Lucas Copardo nach Zuspiel von Vidovic an den Ball und netzt ein. Spiel gedreht. Aschaffenburg aber nicht wirklich geschockt. In der 37. Minute kommt das Leder etwas glücklich zu Laverty und der donnert selbiges an den Innenpfosten. Das hätte durchaus der Ausgleich sein können und der wäre gar nicht mal so unverdient gewesen in diesen intensiven ersten 45 Minuten. Durchgang 2 dann zunächst bei weitem nicht so spektakulär. Yusuf Kabadai setzt sich da zunächst schön durch. Der Abschluss geht aber am langen Eck vorbei. Und auch die Viktoria längst nicht mehr mit dem Zug der ersten Hälfte. Daniel Scheron bedient hier Verkay, aber auch dieser Abschluss ausbaufähig. Und so hatten die Gäste trotz hitziger Atmosphäre eigentlich alles im Griff, zumal sich die Aschaffenburger dann auch noch selbst dezimierten. Schiri Schwarzmann zückt nach dem Einsteigen von Marco Raimondo Metzger gegen Eyüp Aydın in der 77. Minute sofort rot. Und trotzdem kamen die Hausherren in Unterzahl nochmals gefährlich vors Tor, aber Laverty mit Ausnahme des Treffers ansonsten unglücklich in seinen Abschlüssen. Und das war's dann auch. Die Bayern feiern am Ende einen Arbeitssieg. Ja, ich glaube, wir haben heute einen heißen Fight gesehen. Ich glaube, natürlich war es uns bewusst, dass Bayern mehr Ballbesitz hat. Aber wir haben das super wegverteidigt, bis auf die 2 Situationen, wo sie die Tore schießen. Ansonsten waren wir sehr, sehr stabil gestanden. Und wir hatten tatsächlich, glaube ich, die besseren und mehr Möglichkeiten mit Bayern gehabt. Und insofern hätten wir uns leider, oder haben wir uns einen Punkt verdient gehabt. Aber Fußball ist leider nicht immer gerecht. Zumindest haben wir in einen schwierigen Platz, gegen einen sehr schwierigen Gegner, einfach gewonnen. Wir sind hier gefahren, überzeugt hier gefahren, um die 3 Punkte zu holen, haben wir geschafft. Danach klar haben wir immer noch die Möglichkeit, nach dem Spiel in Ruhe diese 19 Minuten zu analysieren. Glaube ich, haben wir sehr gut gestartet. Leider eine 11 Meter verpasst, aber wir waren die Mannschaft, die von Anfang wollte die Chance nach vorne kriegen, haben wir gemacht. Gott sei Dank 2:1 in Führung in die erste Halbzeit zur Kabine gegangen. Danach wollten wir mehr das Kontrolle von dem Spiel zu haben. Deswegen wahrscheinlich haben wir nicht viele Chancen nach vorne gekriegt, weil wir lange im Ballbesitz geblieben sind. Am Ende haben wir gekämpft und gewonnen. Die Viktoria schnuppert also wie im Hinspiel an einem Punktgewinn gegen die Bayern. Am Ende gewinnt aber der Tabellenzweite dank eines Doppelschlags und bleibt damit in 2022 verlustpunktfrei.